Hallo meine Freunde, schön, dass ihr reinschaut zu diesem Video. Um was geht es dieses Mal? Es geht um die Klimakleber. Ne? Die sind ja so aktiv gerade und überall kleben sie sich fest. Jetzt haben sie wieder sich fest betoniert und festgeklebt und die Polizei bemüht sich immer recht schön. Manchmal kommt die Polizei zu spät, aber oftmals ist die Polizei schon eigentlich direkt vor Ort, wenn die Klimakleber anfangen, ihre Aktionen zu starten. Das hat auch einen Grund. Denn die Klimakleber sind mittlerweile vom Verfassungsschutz unterminiert quasi. Ne? Bis in die höchsten Reihen, bis in die höchsten Kreise der Klimakleber ist bereits der Verfassungsschutz innen drin, im inneren Kreis und tut natürlich der Polizei mitteilen, wenn sie eine größere Aktion starten, schlimmere Aktionen, wie zum Beispiel eine Straße aufmeißeln und so, da ist die Polizei dann eigentlich schon direkt vor Ort und unterbindet das Ganze, ne? Und weil eben die Verbindung der Verfassungsschutz ist da schon drin. Das heißt, die Klimakleber werden aktuell schon als terroristisch gefährdete Organisation vom Verfassungsschutz beobachtet und die tun natürlich hier, wenn eine größere Aktion ist, wo was ist, gleich direkt Bescheid geben, dass die Polizei schnell vor Ort ist. Das ist natürlich auch der Grund, weswegen die Polizei dann schnell vor Ort ist und meistens sogar diese ganzen Aktionen auch verhindern kann. Ne? Ich finde, das ist ein interessanter Fakt, den sollte man einfach mal so sacken lassen und sich bewusst machen, dass das Terroristen sind, ne? Die zwar noch keine körperlichen Anschläge gemacht haben, aber der Verfassungsschutz hat seine Finger drauf. Ich fand es interessant und ich finde, ihr solltet das wissen und auch die da draußen, die Klimakleber, sollten auch wissen, ihr werdet beobachtet, ne? Passt auf, was ihr tut und was ihr sagt, weil das könnte nämlich längerfristige Gefängnisaufenthalte nach sich ziehen. So, ne? Bis die Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Euer Dieter, macht's gut. Ne? Bleibt in der Liebe, bleibt im Frieden und denkt immer daran, alles wird besser. Ne? Die Leute wehren sich auch gegen die Klimakleber. Bis dann. Macht's gut.